Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute geht es wieder mal aus Zweirad und es kommt ein Motorrad dran, was sehr, sehr, sehr häufig verlangt wurde, nämlich die Kawasaki Ninja H2. Ein wirklich übles Bike, was auch vollgetuned angeblich extrem schnell sein soll. Ob das so ist, ja, das werden wir heute rausfinden. Genügend Teile, um das Ding voll aufzubauen, ist im Arsenal und dementsprechend verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Hier steht das gute Teil schon. Wählen wir das mal aus und ja, kaufen es uns. 350.559 Bucks kostet das Ganze natürlich wieder 20% reduziert. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil die Frage kommt immer noch sehr, sehr häufig. Das liegt daran, dass ich die Gold Edition besitze, deswegen habe ich 20% auf alles. So. Ja, wir nehmen das Teil, viel Auswahl haben wir nicht, genauer gesagt gar keine Auswahl, wir nehmen es, wie es ist und dann geben wir das Geld aus natürlich und dann gucken wir doch mal. Ja, sieht sehr, sehr böse aus, ist allerdings tatsächlich, muss ich sagen, für meinen Geschmack ist sie ein bisschen zu breit so vorne. Irgendwie finde ich die anderen dann ein bisschen filigraner, ein bisschen schnittiger, aber das ist alles Geschmackssache, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Ding hässlich ist, das ist halt eben nicht ganz mein Geschmack. Sagen wir es einfach so. Aber jedem anderen kann es ja ein Geschmack sein. Außerdem soll die ja heute mit der Fahrperformance überzeugen und nicht mit meinem Geschmack oder meinen Geschmack treffen. Mit jedem übelst langen ersten Gang. Ist ja krass. Das ist bei den anderen Bikes nicht so, glaube ich. Wenn die dreht bis 14.000, das ist schon krass. Aber guck mal, die schaltet bei über 130 km/h erst in den zweiten Gang. Das ist schon, schon ernster Stuff, würde ich sagen. Liegt aber ganz ordentlich. Fühlt sich ein bisschen schwerfällig an, so, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern da hat man so das Gefühl, okay, da hat man ein ordentliches Bike zwischen den Beinen. Ja, ich würde sagen, es wird Zeit für ein Soundcheck und deswegen verabschiede ich mich mal ganz kurz hier aus dem Bild. Viel Spaß! Ja, ich habe gefailt. Zweimal. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt einen guten Eindruck vom Spielsound bekommen. Ja, ich habe mich einmal beim Beschleunigen ein bisschen aufs Fressbrett gelegt. Wird jetzt ein bisschen einfacher, den Wheelie zu machen. Ja, und einmal verdrückt. Aber wie gesagt, ich hoffe trotzdem, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Ist aber schon echt eine üble Maschine. Aua. Gut, aber wir wollen natürlich wissen, was kann man denn an dem ganzen Ding hier optisch auch noch verändern. Das interessiert mich natürlich sehr und deswegen gehen wir da auch mal gleich hin. Und das ist das falsche Fahrzeug, das ist unser R8. Wo ist sie denn hier? Das müsste sie sein. Jawohl, da ist sie. Und dann gucken wir doch mal. Anpassen, aussehen und dann gucken wir mal. Scheinwerfer, okay, mit so einem Carbon und grüne Akzente sind da ein bisschen mehr. Auch die Scheibe ist vorne grün. Und dann das Ganze nochmal nur ohne diese grüne Scheibe, sondern quasi mit einer
normalen Scheibe. Ja, das mit der grünen Scheibe finde ich eigentlich ganz geil. Ich glaube, das nehme ich mal. Machen wir weiter. Kotflügel vorne. Auch gibt es auch mit Carbon-Optik. Dann machen wir das doch mal. Dann Verkleidung gibt es auch. Einmal mit Carbon und ein bisschen mehr grünen Akzenten. Finde ich gar nicht so schlecht. Machen wir auch. Ein richtiges Carbon-Bike. Dann die Schwinge. Okay, gibt es auch nochmal mit ein bisschen mehr Grün. Finde ich gut. Ja, ein bisschen Grün, ein bisschen Carbon, geht immer. Die Gabel. Okay, einmal halt so hell, einmal so dunkel. Ja, können wir eigentlich fast lassen. Ich lasse es mal. Dann Außenspiegel. Gibt es die etwas dezenteren, die etwas kleineren. Und auch mit Carbon vorne und grünen Akzenten. Also ja, machen wir. Mal können sie nicht ganz entfernen. Das ist auch interessant. Dann die Abgasanlage. Okay. Von diesem Doppelendrohr kommt es auf die andere Seite, was man jetzt kaum sieht. Und es ist nur noch so ein Einendrohr. Oder dann, okay, so nach beiden Seiten. Ist auch noch eine Möglichkeit. Oder ein echtes Monster. Alter, schau dich mal das an. What the fuck? Ja, oder da unten so quasi so Sidepipe-mäßig. Finde ich auch geil. Aber das ist dann auf beiden Seiten, ne? Das ist dann auf beiden Seiten. Weil ich denke mal, ich kenne mich ja nicht aus mit Motorrädern, das wisst ihr ja mittlerweile. Aber ich denke mal, dass die Ninja, dass das auch ein Vierzylinder-Bike ist, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Und dann würde das ja Sinn machen. Für jeden Zylinder gibt es ein Endrohr. Finde ich auch geil, muss ich sagen, mit dieser Art Sidepipe-Geschichte. Ah, das ist jetzt eher weniger. Also ich finde das hier relativ geil, muss ich sagen. Also diese Endrohre hier. Oder eben die Sidepipe-Geschichte. Ich glaube, ich nehme mal die Sidepipe-Geschichte, ehrlich gesagt. Und jetzt beim Rücklicht können wir noch einmal, ja, das einfach entfernen. Und ich glaube, das mache ich auch. So. Und diese Sidepipe-Geschichte, ich meine, der Reifen, der tut mir ein bisschen leid, wenn da die Flammen rauskommen. Es zielt davon zwar weg, aber die Hitze geht ja nicht linear raus. Sie streut ja ein bisschen, deswegen. Aber ja, nee, dann machen wir es mal. Dann lassen wir das mal so stehen. Wir können jetzt trotzdem ja mal gucken, ob es vielleicht eine schöne Verzierung gibt. In der Top 100. Hier hat einer das Ganze einfach nochmal mit roten Akzenten gemacht. Ja, warum nicht? Kann man machen. Okay, das ist mit grün. Das ist ganz grün. Ja. Ja, so kenne ich auch die Ninjas eigentlich. Die Ninjas waren immer so extrem grün. Und das ist ja schon sehr, sehr so eher so ein Waldgrün. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, gibt schon ein paar coole, das vor allem. Mit Monster hat auch noch jemand drauf. Okay. Ne, wir lassen es, glaube ich, einfach mal so. Komm. Dann, ja, machen wir die Performance-Zahlen. Dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Bei dem guten Ding. Wir haben 210 PS, 299 km/h Topspeed. Und wir bauen jetzt natürlich ein paar Teile ein. Würde ich mal sagen, dass wir da ein bisschen was hinbekommen. Und dann machen wir mal ein bisschen was. Ja, ich wurde auch schon gefragt, warum ich manchmal diese Teile und nicht diese einbaue. Ich gucke da einfach immer so ein bisschen auf die Symbole. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig, was welches Symbol bedeutet, aber immer wo ein Blitz dabei ist, hat das was mit Nitro zu tun. Ich glaube, jetzt der Blitz mit Wolga heißt, ich glaube, Nitro füllt sich in der Luft auf. Oder? Ist das so? Belüftet Nitro wird bei einem Sprung. Genau, habe ich gewusst. Ja. Die ganzen anderen Sachen, so wie dieses Symbol hier, also das ja, dieser Punkt und dieser Fächer und dieser Pfeil sozusagen, da gibt es ja verschiedene. Hier hinten ist auch nochmal so einer, da ist der Pfeil dann hinten dran. Das ist halt alles mit Windschatten zu tun, soviel ich weiß. Können wir auch gerade mal gucken. Sogwirkung steigt die Distanzerkennung der Vorhut. Aha, oder auch was anderes. Nee, das ist eine Distanzerkennung. Okay. Aber hier ist es Windschatten. Steigert die Windschattendistanz. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir halt das jetzt. Nee, das hier. Wir wollten Nitro. Genau. Ist auch egal. Genau, das Schild ist einfach, dass man mehr aushält. Das Bug-Symbol ist, dass man mehr Bugs bekommt. Das Zahnrad-Symbol ist, glaube ich, dass die Gewinne, also die Teile, die man danach bekommt, bessere sind. Solche Geschichten. So, ein bisschen mehr aushalten ist, glaube ich, nie schlecht. Und dann machen wir das hier. Das ist Nitro auf Zeit, weil das ist irgendwie so eine Stoppuhr. Das heißt, es füllt sich schneller auf über die Zeit. Und das hier mit dem Drumrumfahren ist, dass man besser ausweichen kann. Zum Beispiel, ja. Und dann gibt es noch das hier, das ist auch nicht schlecht. Also dieses, der Pfeil nach unten mit dieser ja, Bodenwelle, wie auch immer, wie man das ausdrücken möchte. Das ist halt einfach, dass das Fahrzeug ein bisschen ruhiger ist und beim Aufprall ein bisschen besser wirkt. Egal, auf jeden Fall, wir kommen dann auf eine Leistung von 273 PS und einer Topspeed von 314 km/h. Gut, das ist jetzt aber von der Topspeed her jetzt auch nicht mehr, als die anderen Bikes haben, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? So,
Meint, es gibt ja von, es gibt eine Ninja, das ist aber nicht die H2, die wir haben. Das ist, glaube ich, eine H2, keine Ahnung wie. Ich glaube, die kann irgendwie bis zu 400 oder irgendwie sowas, wurde mir erzählt. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir fahren das gute Ding. Und dann wissen wir gleich mehr. Ich meine, wir können hier über Feintuning auch nochmal ein bisschen was machen. Ist auf jeden Fall sehr knackig beim Lenken, muss man sagen jetzt. Das gute Ding. Eine sehr rutschige Hinterachse. Da biegt er ab. Wenn man über 300 geht, da schon gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schon das schnellste Bike ist, was die Topspeed betrifft, aber es ist jetzt auch nicht so viel mehr als das, was wir jetzt bei der S1000, bei der Ducati, wobei da Agusta gesehen haben. Mal, wenn wir jetzt nicht ziehen. Oh nein, es muss ja auch gerade abbiegen. Ich hasse ja sowas. Soll ich dann nochmal die Topspeed testen? Ja, aber das ist relativ ähnlich, würde ich behaupten. So, wir können ja nochmal kurz im Feintuning reinschauen und mal gerade kurz was gucken. Ja, Reifenhaftung, genau. Da haben wir schon fast gedacht, da haben wir nämlich echt ein bisschen wenig. Da noch ein bisschen mehr Reifenhaftung machen. Ja, und den Rest lasse ich jetzt einfach mal. Oh, Alter, das kriegst du gar nicht mehr gefangen. Die hat jetzt so viel Grip auf der Hinterachse, dass... Moment, lass mich nochmal probieren. Die scheiß Kurve hier. Ja, klappt gerade wunderbar nicht. Yo! Alter, was soll los, ey? Boah, Alter. Boah, die kriegst du fast nicht gehalten. Ich hätte jetzt so viel Grip auf der Hinterachse, weil ich da jetzt mehr Grip drauf gegeben habe. Krass. Ja, aber wir können das ja mal testen. Wir gehen mal zum Salzsee, würde ich sagen, oder? Da kann man doch bestimmt die Geschwindigkeit gut testen. Der müsste ja irgendwo da oben sein. Wenn ich noch richtig... Ja, da ist doch der irgendwo hier oben gewesen. Irgendwo war doch ein Salzsee. Hallo? Blöd. Da oben ist er. Genau. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Salzwüste Slalom. Das Slalom möchten wir jetzt zwar nicht machen, aber... Wir möchten jetzt hier einfach mal fahren. Wir werden ja auch im Real Life die Highspeed-Tests gemacht. Ich setze ja kurz mal das Nitro mit. Ja, aber ohne Nitro... Geht auch nicht mehr. Also bei 300, knapp über 300 ist Schluss. Wir können jetzt ja nochmal fahren. Und dann gucken wir mal. Jetzt machen wir nochmal. Ja, 319. Wir können ja ganz kurz mal einfach die S1000 nehmen. Ja, zum Vergleich. Aber die hat auch so einen langen ersten Gang, ne, von der Übersetzung. Also um die Frage einfach mir selbst zu beantworten. Guck mal, die ist sogar noch schneller. Also hier, so viel dazu, ne. Komm, wir testen das jetzt einfach gerade mal durch mit unseren Bikes, die wir haben. Jetzt nehmen wir mal noch die Panigale. Oh, Vorsicht. Ja, und ich drücke bei allen natürlich nach vorne, um dieses Gewicht zu verlagern.
dass jetzt jemand denkt, ich vergesse es bei der einen oder anderen. Ist auch so ungefähr wie die SI-1000. Also die Ninja ist überhaupt nicht so krass, was das angeht. Jetzt nehmen wir mal noch die Augusta. Da kehren wir aber jetzt gerade noch kurz um. Schaffen sie alle. Ja, die ist auch so bei 300. Die so, ja, ich würde sagen, zwischen den ganzen Partien. Aber wir können jetzt gerne noch einen Run machen wir jetzt nochmal mit der. Oder Fairness halber. Vielleicht werden wir in die Richtung bergab oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt schafft sie auch mehr. Aber ja, es ist nicht schneller als die anderen. Also es ist alles sehr ähnlich. Gut, ich würde sagen, wir testen es einfach mal, wie das Motorrad in einem Rennen funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein Rennen und gucken einfach mal. Aber ich denke mal, sehr, sehr gut. Die Motorräder sind schon sehr OP in dieser ganzen Motorrad-Renngeschichte. Kommt auf jeden Fall sehr böse daher. Das muss man echt sagen. Die Ninja. War falsch. Macht der Gewohnheit. Jeder, der The Crew ein bisschen intensiver spielt, weiß, warum ich jetzt gerade nach rechts gefahren bin. Was ich aber sehr geil finde, sind die Felgen. Man sieht sie nur sehr schlecht, weil entweder die Bremsscheiben oder die Ketten bzw. das Zahnrad davor liegt. Doch von der Seite sieht man es ganz gut. Es hat halt so eine Sternform, ja. Und Ninja so, Ninja-Wurfsterne und so weiter. Versteht ihr? Das finde ich ja schon ganz geil. An sich fährt sie aber sehr gut, muss ich sagen. Macht Spaß. Aber das machen die Motorräder allgemein, finde ich. Sehr viel Spaß. Und ich kann ja auch ein bisschen mehr an der Cockpit-Sicht fahren. Das wollt ihr ja sowieso immer ein bisschen mehr sehen hier beim Motorrad. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, die Außenansicht ist trotzdem angenehmer. Bremst auch sehr gut. Das gefällt mir echt. Muss ich schon sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Ich meine, es macht schon Spaß, so in der Cockpit-Sicht zu fahren. Das ist halt nochmal so ein ganz anderes Feeling. Dann machen wir wieder so Nackenübungen mit. Ja. Kennt ihr ja. Ja, also auch nochmal der Hinweis, ich habe es, glaube ich, in den letzten 10 Folgen gefühlt gesagt. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was für ein Fahrzeug ihr gerne sehen würdet. Aber da halt auch nochmal der Hinweis, ich werde da jetzt nicht groß drauf eingehen. Ne? Also ich sehe dann halt, okay, der hat das jetzt geschrieben. Und dann, ja, heißt es halt nicht, dass dann das Fahrzeug so schnell drankommt. Ich kann nur nochmals betonen, ich versuche... Was, Kontrollpunkt verpasst? Was? Da kann man doch abkürzen. Nicht. Das ist jetzt doof. Jetzt werden wir halt nicht mehr gewinnen. Glaube ich. Nee, also ich versuche natürlich schon so viele Autos wie möglich ist oder so viel Fahrzeuge wie möglich hier in diesem Let's Play mitzunehmen. Deswegen, ich sage da immer nur wieder Geduld. Ja, ganz, was ganz, ganz oft geschrieben wird zurzeit, war eben die Ninja zum Beispiel, die wir jetzt heute ja auch fahren. Und was auch ganz oft geschrieben wird, ist der Ferrari F12 Berlinetta. Und ja, die werdet ihr auch bald sehen. Das, also, beziehungsweise den Ninja sehen wir jetzt ja heute.
aber auch der F12, ihr werdet ihn bald sehen, das kann ich schon mal so sagen, aber halt auch jedes andere Fahrzeug wird früher oder später sicherlich mal drankommen. Ich denke mal, wenn das Let's Play ein bisschen schon ein paar mehr Folgen hat, dann macht es vielleicht Sinn, mal zu sagen, ja, okay, guck doch mal vielleicht dieses oder jenes an, weil du das alles schon gezeigt hast. Ja? Aber solange es jetzt noch so viel Auswahl gibt, stellt sich ja noch gar nicht eigentlich die Frage, okay, hey, was soll ich jetzt nehmen? Im Prinzip ist ja egal. Ich habe so eine riesen Auswahl, es ist ja immer was Neues. So. Dann haben wir neue Teile bekommen, die wir selbstverständlich jetzt erstmal verschrotten werden. Weil Igitt, blaue Teile. So, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Fotoaufgabe oder sowas. Ich glaube, da haben wir doch noch hier Roadtrip-mäßig. Haben wir doch noch ein bisschen was. Schuldig, Geisterkirche, ja, machen wir mal das hier. Annie's Fair im Flushing Meadows Corona Park, New York. Okay, das kriegen wir doch bestimmt hin. Erstmal nach New York hoch. So. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das? Eigentlich müsste ich das kennen wahrscheinlich vom Namen her, aber mir sagt es gerade tatsächlich echt nichts. Dieses, was wir suchen müssen. Flushing Meadows. Das wird irgendwo außerhalb sein, schätze ich mal. Gehe ich davon aus, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Porten wir uns mal ganz kurz zum Flughafen. Und dann, ja, warte, den PIN nochmal lesen. Annie's Fair im Flushing Meadows Corona Park. Flushing Meadows Corona Park. Okay, das müsste ja dann irgendein Park sein. Nur, ich kenne eigentlich nur den Central Park. Ist da nochmal irgendwo ein Park? Brooklyn? Hat Brooklyn einen Park? Jetzt habe ich mir was ausgesucht. Ist das der Park? Aber eine Sphäre, also eine Sphäre. Ist das da vielleicht? Das könnte es sein, oder? Das ist so eine Weltkugel. Das ist ja dann eine Art Sphäre. Ich glaube, das müsste es dann wohl sein. Fahren wir da einfach mal hin. Würde ich sagen. Auf geht's! Autsch. Autsch. Oh, das war so klar. Da wollte ich jetzt zu viel. Ich muss uns einfach wieder zurücksetzen. Ja. Auf geht's! Ja, was ich auch nochmal dazu sagen muss, bezüglich auch der Abwechslung der Disziplinen, gerade was jetzt so Powerboat und irgendwie, ja, Jetsprint, Freestyle und so weiter angeht, da wird es jetzt im Vergleich zu den Street Racing oder Hypercars ein bisschen weniger Folgen geben. So viel kann ich schon mal sagen, denn wir haben dort halt nicht so viel Fahrzeugauswahl. Das heißt, ich möchte ja schon immer eigentlich ein neues Fahrzeug auch zeigen. Und das ist halt dann halt nicht so möglich, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen kommt das ein bisschen weniger. Falls sich der eine oder andere gefragt hat, warum kommt jetzt fast nur noch Street Racing oder Hypercars oder sowas. Dort haben wir halt die größte Auswahl. Ich denke, Touring Cars werden wir auch nochmal sehen. Ein bisschen öfter, weil dort auch die Auswahl riesig ist. Ansonsten ab und an mal wieder, ja. Aber halt jetzt nicht so nach jeder zweiten, dritten Folge kommt dann sowas, sondern kriegen wir die jetzt hier nicht so drauf. Doch. So mit Motorrad, oder? Das wird doch viel cooler. Da. Sehr schön. Also das ist einfach zur Erklärung. Falls der ein oder andere sich fragt, warum kommt jetzt so wenig von diesen anderen Kategorien. Was ich mir noch überlegt habe, auf jeden Fall demnächst zu machen, also ich weiß noch nicht wann, auf jeden Fall bei Rally Raid mal mit dem Motorrad auch unterwegs zu sein.
Weil dort gibt es ja auch Rally-Raid-Motorräder, das haben wir ja noch gar nicht angeguckt. Dass wir sowas mal auf jeden Fall machen. Und ja, und dann halt mal gucken, ne? Also, wir sind da ja relativ dann flexibel. Ansonsten halt in den Livestreams, die dann hoffentlich bald mal wieder kommen. Aber da muss ich einfach mal mit den Kollegen reden. So, jetzt mal, finde ich noch, würde ich sagen, ein Rennen nochmal. So ein bisschen Renn-Action haben hier. Soll ja nicht zu kurz kommen. Auf jeden Fall super wendig, das Ding. Das ist echt krass. Ah, kann schon was. Die Ninja. So ist es nicht. 3, 2, 1, go! Und tschüss. Boah, Vorsicht. Ja, Motorrad ist so ein Rennen eigentlich echt nicht schwer. Vor allem, wenn man dann schon die höchste Stufe eingebaut hat. Aber ich glaube, so ein Motorrad ist halt praktisch, wenn man das Spiel noch zu Beginn spielt, sich eben dann früh ein Motorrad kauft. Die haben von sich aus schon einen sehr hohen Wert, also einen hohen Leistungsindexwert, was schon mal sehr gut ist. Und dementsprechend kann man dann halt auch wahrscheinlich schon relativ früh auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad mit den Dingern spielen, obwohl man noch nicht mal die empfohlene Stufe hat. Ich glaube, das geht mit denen ganz gut. Weil ja, wie gesagt, wenn man die empfohlene Stufe hat oder sogar darüber hinaus ist, dann ist es hier eigentlich kein Thema mehr. Ja, geht es ganz gut ab. So. Das passt, das passt, das passt. Fährt in den Kurven extrem geil, muss ich sagen. Also, macht richtig Laune, um die Ecken zu bewegen. Wahrscheinlich mit eins der besten Motorräder bis jetzt, die wir gefahren sind hier im Spiel, die so gut sich anbremsen lassen und so gut auch wirklich um die Ecke gehen wollen. Sehr direkte Lenkung. Und ja, man ist auch relativ schnell in den Kurven mit dem Ding. Also, macht schon echt Laune. Das ist gut. Boah, Vorsicht. So, dann haben wir es fast geschafft. Ziehen wir noch einmal durch. Bäm. Sehr schön. So, eine grüne Bremse. Ist das ekelhaft. Grüne Bremsen. So. Und Dämpferfedern haben wir auch nochmal was Neues bekommen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, komm, ein Rennen geht noch von der Zeit her. Machen wir ein kurzes. Was ist ein kurz? Ja, das Trip Süd ist eigentlich kurz. Machen wir, komm. Machen wir einfach. Unserer Kawasaki Ninja. Ja, Motorräder haben wir auch echt noch wahnsinnig viele, die wir uns gönnen können. Und ja, ich versuche das auch immer wieder, wie gesagt, ich versuche das ja wirklich, Abwechslung reinzubringen. Vom Fahrzeugtypus her und natürlich auch sehr gerne vom Spielstil her. Ich denke auch Drift werden wir demnächst mal wieder machen, uns ein neues Driftfahrzeug gönnen. Also, das soll wiederkommen oder ist geplant. Aber eben halt solche, die ganze Freestyle-Geschichte, die wird wohl eher jetzt weniger kommen. Ja, die halt dann eher in den Livestreams nochmal.
ein bisschen verbremst. Boah, was mache ich? Boah, Vorsicht! Ich jetzt vom Bike schmeißen hier. So, sehr schön. Ja, Leute, dann würde ich sagen, upsala, an dieser Stelle soll es das gewesen sein für heute, die heutige Folge. Wie ihr gemerkt habt, wir kamen heute ein bisschen später raus. Und auch da nochmal die Ankündigung am Ende. Es könnte jetzt sein, dass es nicht unbedingt täglich jetzt noch eine Folge gibt. Es kann sein, dass auch mal ein Tag mal keine kommt, ja. Ich kündige das jetzt explizit nochmal hier so ein bisschen an. Das muss jetzt nicht heißen, dass morgen keine kommt. Das kann halt mal sein, ja. Also nicht wundern, wenn mal eine Folge nicht kommt. Aber ich versuche natürlich schon häufig eine Folge zu bringen. Und sollte auch keine Folge kommen, dann kriegt ihr immerhin mindestens Forza Horizon als Ersatz. Ja? Oder Need for Speed oder so. Also irgendwas auch, was in die Richtung Arcade Racing geht. Ja, was ihr da auf jeden Fall was auch zum Sehen habt. Gut, ich bin jetzt aber raus. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Bis dann, macht's gut. Ciao!